Anwalt. Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich bin heute Abend in Wewelsfleth an der Stör und neben mir steht Heike Denzau. Hallo, Herr Förster. Frau Denzau liest aus ihrem neuen Krimi, nein, nicht mit Lynn Harms, sondern mit Raphael Freersen. Und wie heißt der Titel nochmal? Nordseenebel. Nordseenebel. Beginn einer neuen Serie. Ich habe das Buch schon gelesen. Ich kann das jetzt schon empfehlen. Und gleich hören wir mehr in der Mehrzweckhalle in Wewelsfleth an der Stör. Vielen Dank. Ich starte in die Gesichter seiner Familie und des Notars. Wieso waren die noch nicht im Esszimmer? Sorry, sagte er und setzte sein strahlendes Lächeln auf. Ich weiß, dass ich ein wenig zu spät bin, aber ich bin in 2 Minuten bei euch. Der Kontrast seines Lächelns zu den ernsten Gesichtern musste kolossal sein. Seine Schwester Eva hielt die große Nase wie immer etwas zu hoch, während ihr Mann Olaf, der hinter ihr stand, den Mund spöttisch verzog. Die Lippen seiner Mutter zitterten, neben ihr wippte der Notar auf seinen Füßen. Raphaels Blick verharrte einen Moment in dem seines Bruders Johannes, der einen grauen Anzug trug, ein weißes Hemd ohne Schlips und hervorragend aussah. Da sie eineiige Zwillinge waren, musste es umso mehr auffallen, wie schäbig er selbst daherkam. Sein Bruder verzog die Lippen, allerdings nicht hämisch, sondern wohl um ihn vorzuwarnen, dicke Luft. Raphael nickte ihm zu und suchte den Blick seines Vaters. Hans Joachim Freersen, das stand fest wie das Amen in der Kirche, war kurz vorm Platzen. Ja, Sie werden beim Lesen der folgenden Szene Ihren Spaß die Wohnung in London leisten. Johannes musterte sein Ebenbild ernst. Definitiv nicht. Aber unter der Brücke schlafen musst du trotzdem nicht. Onkel Schorsch hat uns beiden sein Doppelhaus vererbt. Dir gehört die linke Hälfte, mir die rechte. Hä? Raphael starrte seinen Bruder an. Du meinst hoffentlich nicht die alte Bruchbude auf Föhr? Johannes grinste. Genau die. Das Arbeitszimmer. Vorher zieht er sich an und dann schaut er, woher die Stimmen kommen. Raphaels Blick fiel auf Johannes, der am Bücherregal lehnte. Hinter dem unaufgeräumten Schreibtisch saß eine Frau, die so friesisch aussah, wie man nur aussehen konnte. Sie trug das weizenblonde, leicht gewellte Haar kurz und hatte den Oberkörper einer Hammerwerferin. Und die Stimme eines Generals, wie ihr »Wow« verriet. Sie starrte von ihm zu Johannes. »Der sieht ja wirklich genauso aus wie du!« Johannes lachte. »So ist das bei eineigen Zwillingen. Moin, Bruderherz!« »Hi, Joe!« Raphael sah ihn dabei nicht an, weil er den Blick nicht von der Blonden abwenden konnte, die aufgestanden war und auf ihn zukam. Er konnte sich nicht erinnern, jemals eine Frau getroffen zu haben, die ihm direkt in die Augen blicken konnte. Alles an ihr war überdimensional. In ihren Mund, der ihn angrinste, passte mit Sicherheit eine Banane quer rein. Tachchen, Raphael, begrüßte sie ihn wie einen alten Kumpel und schlug ihm auf den Oberarm. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Imme Hölderling, eine deiner beiden Assistenten. Perfektes Profil. Die langen, dunklen Wimpern, die kleine Nase, die hübsch geschwungenen Lippen, wäre da nicht das Kopftuch gewesen. Raphael gruselte sich vor 2 Arten von Menschen. Kinder und Frauen mit Kopftüchern. Vor Kindern, weil sie eben Kinder waren, nervten. Und Frauen mit Kopftüchern, unabhängig davon, ob sie das Tuch aus religiösen Gründen trugen oder nicht, verkörperten das Gegenteil der Frauen, die er schätzte. Er liebte moderne, unabhängige Frauen. Frauen, die wussten, was sie wollten, die nicht vor Männern kuschten, sondern sie herausforderten und reizten, ohne aufdringlich zu sein. Er war noch in den Anblick ihres Profils vertieft, als sie ihm ihr Gesicht ganz zuwandte. Und Raphael konnte ein leichtes Zucken nicht verhindern. Sie hatte es bemerkt, denn ihr Blick aus den dunklen Augen verhärtete sich. Raphael schluckte, während er versuchte, nicht auf ihre linke Wange zu starren, die stark vernarbt war, von der Schläfe abwärts über die halbe Wange bis hinunter zum Kinn. Eindeutig waren Hauttransplantationen vorgenommen worden. »Das ist Ava Rahmani«, erklang Immes Stimme. »Deine zweite Assistentin beiden reingelassen. Aber Ava und Imme haben tatsächlich einen Schlüssel. Sie haben für Onkel Schorsch gearbeitet. Jeweils auf 450-Euro Basis haben sie ihn in seiner Detektei unterstützt und...« »Ja«, fuhr Raphael ihm über den Mund. »Das habe ich gestern Abend schon entdeckt.
dass unser lieber Onkel Visitenkarten im Schreibtisch hat, auf denen irgendein Detektivquatsch steht. Du willst mir doch nicht sagen, dass er das wirklich gemacht hat? Johannes nickte. Damit hat er sein Geld verdient, seit 3 Jahren. Und wieso weiß ich das nicht? Weil du nie hier warst? Und vor allem, weil Mama nicht wollte, dass es publik wird. Sie fand es wohl zu schräg, zu peinlich. Unser Onkel hatte jedenfalls auf seine letzten Jahre seine Bestimmung gefunden. Er ist darin aufgegangen. Laut Ava und Imme hatte er eine enorme Erfolgsquote zu verzeichnen. Er war in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Und ich glaube, Johannes atmete tief durch, dass du ebenfalls ein guter Detektiv wärst. Schorsch war uns gegenüber nie mitteilsam. Aber was willst du wissen? Ich kann dir etliches erzählen. Jedenfalls das, was hier jeder weiß. Dalika Gordon ist eine bildhübsche Thailänderin und seit fast einem Jahr spurlos verschwunden. Da ihre Flipflops und ihr Handtuch in den Dünen gefunden wurden, kann man davon ausgehen, dass sie ertrunken ist. Aber ihre Leiche wurde nie angespült. Ihr Mann ist Martin Gordon, Pächter des Restaurants Bullauge in der Gmelinstraße. Sie deutete auf die Akte. Schorsch hat alle Zeitungsartikel über den Fall gesammelt. Daraus erfährst du schon mal eine Menge. Einige habe ich beim Frühstück schon gelesen. Die Journalisten haben fleißig recherchiert. Er lümmelte sich auf seinen Schreibtischstuhl und legte die langen Beine auf dem Schreibtisch ab. Dalika war eine Nutte. Ja, das war sie in ihrem Vorleben wohl, sagte Imme ernst. Gordon hat sie in Thailand bestimmt nicht auf einer Kunstauktion kennengelernt. Er hat sie aus ihrem Drecksleben in Bangkok rausgeholt. Auf jeden Fall aber hat er sie lieben gelernt und sie hat ihn auch geliebt. Vielleicht einfach nur aus Dankbarkeit, aber alle hier haben sehen und erleben können, dass sie ihn geliebt hat. Ihre Augen blitzten. Ich wäre jedenfalls dankbar, wenn ich keine geilen europäischen Böcke mehr bedienen müsste, um meine Familie ernähren zu können. Guck mich nicht so an. Ich war noch nicht bei einer Nutte. Er grinste. Habe ich nicht nötig. Die Weiber fliegen auf. Sie denn, verdammt? Na, na, na. Sie wackelte mahnend mit dem Zeigefinger. Hier wird nicht geflucht. Ich bin Frau Mommsen. Ich mach doch hier sauber. Frau Mommsen. Hatte Imme den Namen nicht erwähnt? Das kleine Hutzelweibchen war also Schorsch Putzfrau. Wie sind Sie reingekommen? Na, wie wohl? Sie griff in die Tasche ihrer dunkelblauen Baumwollhose, an der Unmengen von hellen Fellhärchen hafteten, und sie hielt einen Schlüssel in die Höhe. Sie haben einen Schlüssel zum Haus, zu meinem Haus? Her damit! Er hielt die Hand auf. Völlig unbeeindruckt steckte sie den Schlüssel in ihre Tasche zurück. Wenn Sie den wiederhaben wollen, müssen Sie ihn rausholen. Sie reckte ihm fröhlich die Hüfte entgegen. Raphael starrte auf ihre Hosentasche. Eher würde er sich seine Finger einzeln abhacken, als sie in die Hose der Alten zu stecken. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von fröhlich zu betrübt. Der gute Schorsch, ich vermisse ihn. Aber als Frau Hölderling mich fragte, ob ich jetzt für Sie putzen möchte, habe ich natürlich ja gesagt. Hallo, Gestalten der Nacht, sagte Raphael, als er in der Nacht von Sonntag auf Montag gemeinsam mit Johannes am Strand eintraf. Er leuchtete Imme und Ava ins Gesicht. Frauen, die pünktlich sind, bemerkenswert. Nimm die Funzel runter, stieß Imme genervt aus, die Hand vor die Augen haltend. Und sag uns lieber, wo genau wir buddeln sollen. Dann kann ich die Stalllampen platzieren. Sie hob eine der beiden batteriebetriebenen Lampen zu ihren Füßen am Tragegriff hoch und schwenkte sie hin und her. Raphael warf Eimer und Spaten in den Sand und nahm den Rucksack von den Schultern. Hier. Er wedelte mit dem Taschenlampenstrahl um die Stelle herum, an der Martin Gordon die Rosen in den Sand gesteckt hatte. Der Strauß war nicht mehr zu sehen. Der Wind oder Kinder mochten sie entfernt haben. Reiner Irrsinn, stieß Johannes flüsternd aus, als er 2 weitere Taschenlampen so platzierte, dass das Sandstück, wo sie graben wollten, einigermaßen ausgeleuchtet war. Raphael grinste. Alle 3 waren entgeistert gewesen, als er ihnen seinen Plan erläutert hatte, hatten ihn für verrückt erklärt. Aber letztlich hatten sie alle nicht widerstehen können, dabei zu sein. Und sie waren seinem Wunsch gefolgt, sich in Schwarz zu kleiden. Doch jetzt, um 3 Uhr nachts, würde hoffentlich sowieso niemand am Strand unterwegs sein und sie bei ihrem Tun sehen. Ja. Vielen, vielen Dank.